Gesellschaften, gerade in diesem hochtechnologisierten Bereich, entwickeln sich. Das ist tatsächlich schwierig und die Wanderungsbewegung haben wir in allen Generationen auch gehabt. Die kamen sie erstmal aus Südeuropa, aus anderen Ländern. Die sind wichtig und das ist auch ein Angebot an die Welt. Und ich glaube, wir müssen mal von dem Flüchtlingsgedanken wegkommen. Wir brauchen tatsächlich so eine Art Personalsuchagentur, so eine Headhunting-Agentur für Deutschland oder für Thüringen. Dass man wirklich auf die Welt schaut, in der Welt unterwegs ist und sagt, okay, wo können wir denn den Leuten, wo finden wir die Leute, wo wir heute Arbeitsplätze haben, die nicht mehr besetzt werden. Das ist nicht nur Pflege, das ist auch der einfache Handwerksberuf. Das sind viele Berufe, die alltäglich sind, aber die heute nicht mehr gemacht werden, weil wir auch nicht nur, dass die Leute es nicht wollen, wir haben sie einfach nicht mehr. Und so nach dem Beispiel, wir haben so Goethe-Schulen, die bringen durch die ganze Welt die deutsche Sprache. Und mein konkreter Vorschlag ist zu sagen, okay, wir machen Schulen des Handwerks und des Gewerbe, also Berufsschulen. Wir bauen ein Berufsschulnetz auf die Welt, in die Welt und lernen neben der deutschen Sprache da eben Grundfertigkeiten eines Handwerks- oder Gewerbeberufes. Und wenn die Leute dann sagen, ich finde die deutsche Sprache cool, ich erfreue mich am Elektrikerberuf, dann können wir die einladen, sagen, komm 5 Jahre nach Deutschland, mach hier mit. Danach kannst du entscheiden, ganz hier zu bleiben oder gehst zurück in deine Heimat und hilfst mit dem Wissen, was du auch hier erworben hast, in Afrika, bei dir zu Hause am Aufbau deiner Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein toller Austausch und davon lebt die Welt, dass sie nicht nur global Waren tauscht, sondern auch global menschliches Miteinander ermöglicht, über einfache Sprachbarrieren, über Austausch von Fertigkeiten. Auch das gehört zum menschlichen Miteinander einer zusammenwachsenden Welt dazu.